Liebe Möbelbürger, liebe Mitstreiter, ganz herzlich willkommen hier bei uns auf dem Marktplatz zur dritten Montagsdemo. Ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind und dass Sie alle noch jemanden mitgebracht haben. Wenn ich mich so umgucke, sind wir wieder mehr geworden. Wollen wir uns klein fliegen lassen? Nein! Wollen wir den Widerstand fortsetzen? Ja! Werden wir gewinnen? Ja! Vertrauensschutz statt Flugzeugschutz. Genau. Lösung statt Alternativlosigkeit. Naturschutz statt Kerosin. Lärmschutz für alle statt Individualprofit. Die FDP hat sich immer, das sage ich am Anfang ganz deutlich, für einen leistungsfähigen Flughafen Berlin-Brandenburg eingesetzt. Wir haben aber auch seit den 90er Jahren mit Günter Rexroth sehr deutlich gesagt, wenn ein internationaler Flughafen kommen soll, dann brauchen wir einen internationalen Standort dafür und das wäre Sternberg gewesen, nicht Schönefeld. Diese falsche Standortentscheidung wird man nicht mehr rückgängig machen können. Umso wichtiger ist es, dass auch bei solchen muss. Und Vertrauensschutz heißt insbesondere für die Region Friedrichshagen-Müggelsee, die nie in den letzten Monaten im Gespräch war, als Überfluggebiet oder als Startroute, noch dazu in 1000 Meter Höhe, dass hier die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit gelten müssen und dass hier deswegen ein ganz besonderer Vertrauensschutz gilt. Lassen Sie es nicht zu, wie Herr Gysi es in der letzten Woche versucht hat, diese Debatte über Flugrouten in einer Ost-West-Debatte in den Wahlkampf zu bringen. Denn das ist sie nicht. Es ist eine Debatte, in welcher Region im Osten möglichst wenig Belastung mit Fluglärm für Natur und die Anwohnerinnen und Anwohner in Zukunft sein wird. Darum müssen wir kämpfen. Dafür setzt sich die FDP ein. Ich weiß, dass das andere auch tun. Ich kann Ihnen nur sagen, von unserer Seite aus wünsche ich Ihrer Initiative viel Erfolg, viel Durchhaltewille, damit am Ende der Müggelsee das Naherholungsgebiet bleibt, was es momentan ist. Ich glaube, dass mittlerweile alle Verantwortlichen gemerkt haben, dass dieser Flughafen, dieses Projekt einen grundsätzlichen Wegfehler hat. Richtig. Er liegt zu nah an der Stadt Berlin. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Diskussion um die Flugrouten noch nicht ihr Ende gefunden haben wird. Jetzt ist das Umweltbundesamt mit der Prüfung dran. Und die werden sich sehr genau nochmal angucken, was hier von der deutschen Flugsicherung vorgelegt worden ist. Und die prüfen nicht nur das, was ihnen vorgelegt wurde, sondern die werden sich auch Alternativen vorlegen lassen. Und deshalb ist die Bemühung und das Engagement der vielen Betroffenen noch nicht am Ende. Es lohnt sich weiterzumachen und dann hoffe ich, werden Sie erfolgreich sein und der Müggelsee wird von Überflügen verschont bleiben. Vielen Dank. Nehmen Sie sich ein Beispiel an München. Wir haben damals alle über die bizarren Worte von Herrn Schäuble gelacht. Aber er hat es richtig gemacht. Er hat München-Riem eingerichtet und hat keine Flüge über München und Stadtnah gestattet. Und das wäre für die Hauptstadt Berlin das Wünschenswerteste. Natürlich wäre es das Wünschenswerteste, wenn niemand von Fluglärm betroffen würde. Aber ich sage Ihnen, es gibt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, die hat darüber entschieden, über dieses Verfahren. An das haben wir uns zu halten. Und Sie werden jetzt weiter entscheiden über die Frage des Nachtflugverbotes. Und wie gesagt, das Umweltbundesamt wird die Flugrouten nochmal prüfen. Und da liegt noch Chance, etwas daran zu verändern. Und das, denke ich, ist der Weg, den man jetzt gehen muss. Im Prinzip sind sie eigentlich alle für Sperenberg gewesen, aber was dabei herausgekommen ist, damit müssen wir jetzt erstmal leben, offenbar.
Der Müggelsee und die Müggelspree und auch der Wald drumherum, die Landschaft, die Fauna und die Flora sind stumm. Sie haben keine Stimme. Aus diesem Grund sind von unterschiedlichen Institutionen Schutzgebiete eingerichtet worden. Unter anderem Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, hochrangiges Trinkwasserschutzgebiet, Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet und Vogelschutzgebiet. Auch Schutzgebiete sind stumm und haben keine Stimme. Deswegen müssen wir sprechen. Es folgt jetzt eine Sterbeanzeige. Diese Sterbeanzeige hat am vorigen Montag ein unbekannter Bürger an die FBI gegeben. Solotrompeter des Brandenburgischen Staatsorchesters. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen meine Position und die Position, die ich im Senat vertreten werde, zum Thema Flugrouten darzustellen. Ich glaube, es muss jetzt darum gehen, zu dem Thema Flugrouten eine Lösung zu finden, die möglichst wenig Menschen mit Fluglärm belastet. Das ist das, was die beiden Landesregierungen erklärt haben. Und daran müssen sie auch gemessen werden. Und daran sollten sie sich auch messen. Und deshalb sage ich, es ist im Rahmen der Diskussion der Fluglärmkommission und bei dem jetzigen Vorschlag der deutschen Flugsicherung zwar ein, wie ich finde, einigermaßen akzeptabler Kompromiss für den Westen gefunden worden mit dem Umfliegen von Potsdam, aber es ist kein akzeptabler Kompromiss für den Osten und für den Südosten gefunden worden. Und deshalb sage ich, das kann und darf nicht das letzte Wort gewesen sein. Wenn letztendlich unterm Strich die Alternativen nicht gefunden werden, setzen Sie sich dann dafür ein, dass man von der vollen Kapazitätsauslastung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, dass man davon Abstand nimmt? Ich setze mich dafür ein, dass wir einen Betrieb des Flughafens haben, der die Belastung für Bürgerinnen und Bürger minimiert. Das kann bedeuten, dass man zu bestimmten Zeiten Flüge einschränkt, dass man keine Parallelstarts stattfinden lässt zu bestimmten Zeitpunkten. So, aber das sind alles hypothetische Fragen, auch Fragen, was wäre, wenn antwortet, wenn die Situation da ist. Und ich sage nochmal, lassen Sie uns für Alternativen kämpfen, weil es gibt sie. Jetzt nach Druck sollen die Lärmkartierungen im Frühjahr 2012 vorliegen. Das ist viel zu spät, weil wir gemessen an internationalen Studien, die an Großflughäfen durchgeführt wurden, zum Beispiel London Heathrow, Amsterdam oder Madrid, mit deutlichen Schallpegeln rechnen müssen, die krankheitserzeugend sein werden. Das, was hier gleichzeitig stattfinden wird, das ist eine Operation am offenen Brustkorb mit der Amputation eines Lungenflügels, und zwar eines gesunden Lungenflügels. Das, was die Politiker hier heute von sich gegeben haben, war wieder mal purer Wahlkampf. Um es anders auszudrücken, es wurde viel gequatscht, aber nicht gesagt. Und ich fordere jetzt die Politiker auf, machen Sie Politik mit den Menschen. Hier stehen heute mehr als 2000. Machen Sie die Politik mit uns. Und nicht nur für diejenigen, die daraus Profit schlagen. Ich danke euch für euer Zuhören. Ich
habe wie Sie hier gestanden und mir drei Politiker anhören müssen, Herrn Ratzmann, Herrn Mayer und auch Herrn Wolf. Und da kam mir so die Idee, wer so redet, wie die Herren hier geredet haben, muss annehmen, sie sind alle blöd. Herr Wolf, Sie nicht als Person, aber die, mit denen Sie in der Regierung sitzen. Herr Platzek, Sie als Person wissen seit 1998, wie geflogen werden soll, und Ihnen ist seit 1998, 2000 auch der Fluglärmkommission bekannt, dass auch der Südosten von Berlin vom Fluglärm nicht verschont wird. Genau. Was haben Sie gemacht? Sie haben systematisch diese Tatsache verschwiegen, damit die Leute nicht aufstehen und dann nicht damals das passiert, was jetzt passiert ist, dann nämlich wäre Schönefeld kein Flughafenstandort geworden. Und nun müssen Sie wissen, nur 10% aller Flüge gehen nach Flugrouten, 90% werden nach Freiheit der Lüfte geflogen, und darum sprechen die Fachleute nicht von Fliegen nach Flugrouten, sondern nach Flugkorridoren, und die sind schon etwa 1500 Meter vom Aufsetzpunkt am Flughafen entfernt, 3 Kilometer breit, und jetzt stellen Sie sich vor, wie die Praxis nachher aussieht. Politiker, es ist Schluss! Wir lassen uns nicht mehr für blöd verkaufen. Wir werden euch zwingen, und das zeigen wir euch auch bei den nächsten Wahlentscheidungen, dass ihr so schnell wie möglich ein Nachnutzungskonzept macht, sodass wir in 10, 12 Jahren einen Flughafen in Sperrenberg haben und wir hier alle fluglärmfrei sind, frei sind von Absturzrisiken und frei sind von Wertminderung unserer Grundstücke. Recht herzlichen Dank.